Willkommen zur nächsten Partie. Werder Bremen gegen Hertha BSC. Das ist in unserer Liga wirklich ein Top-Match, denn es geht um die Verfolgung von Bayern München. Und wenn man die zumindest nicht einholt, dann um die internationalen Plätze. Und das sogar nicht nur in unserer FIFA-Tabelle, sondern auch real. Da hat es ja Werder Bremen dank eines super Cruises am Wochenende geschafft, richtig oben mitzumischen. Und ja, Berlin muss jetzt aufpassen, dass sie sich nach der bisher guten Saison am Endspurt nicht noch die Butter vom Brot nehmen, sag ich mal. Das könnte heute vielleicht passieren durch den Schiedsrichter zur Heide. Wir wissen, der Promi lässt nämlich nicht mit sich verhandeln. Der ist da ganz eigen. Ja. Abwarten. Momentan führe ich ja unseren Spieltag an. Aufgrund eines Tores und 3 Punkten mehr. Also wirklich minimal. Und minimal waren die bisherigen Ergebnisse auch. Gerade mal mit einem Trefferunterschied habe ich bzw. Mucke eben gewonnen. Ihr könnt auf unserer Seite fifa-online-bundesliga.de alle Spiele in der Einzelanalyse nochmal betrachten, mit Live-Ticker die Videos ansehen und so weiter und so fort. Oh, ich habe schon verletzt. Scheiße. Hab ich gut hingekriegt. Naja, und dann habt ihr da auch noch da die Möglichkeit zu tippen. Denn wenn ihr über unsere Webseite am Tippspiel teilnehmt, werdet ihr dort direkt angezeigt. Es gibt eine eigene Tippmeisterschaft mit Tabelle. Ihr könnt also sehen, ob ihr richtig gelegen habt. Und entsprechend, ja, eurer Punktzahl. Seid ihr denn auf der 1 oder etwas darunter? Genau. Zu spät geschaltet, Kalu. Zu spät geschaltet. Ja. Oh. Ich bin gespannt, wie das Spiel hier wird, weil Werder Bremen in unserem Projekt ja wirklich die 1-0-Könige sind. Wir hatten eine unglaubliche Serie mit 1-0-Erfolgen. Das würde also eigentlich perfekt zu unserem Bundesliga-Wochenende hier passen. Aber vielleicht tanzen ausgerechnet die heute mal aus der Reihe. Nein. Nicht solange ich hier bin. Ah, der sollte doch noch vorne. Schade, Ecke. Ja, mein Bier hat gehalten. Davon nehme ich mir nachher erstmal ein. So, jetzt hier, komm, renn damit. Pff, nicht klären, Pizarro. Ach du, das war noch schlechter. Wie Pizarro auf einmal aufhört zu rennen. Ja, ah, der hätte das eh nicht geschafft. Scheiße, das war jetzt überhastet. Wo ist denn der Ball? Ich sehe ihn gar nicht. Oh. Oh Mann. Endlich mal wieder was Gefährliches vom Mucke. Das sieht man ja sonst so selten. Aber mal wieder nicht aufs Tor, ne? Nee. Aber es ist ja auch erste Halbzeit. Ja. Ich lach mich kaputt, wenn da nachher wieder eine Null steht. Also das kann ja nicht sein. Schön! Nein. Ja, bisher bin ich in allen Partien tatsächlich immer in Führung gegangen. Das 1-0 ging bisher immer auf mein Konto. Ja. Ja. Oh. Das wusste Mucke irgendwie, aber egal. Jetzt bin ich durch. Bartels. Ach, da ist aber keiner mitgelaufen. Ach, das... Oh, ja. Ecke und vielleicht noch eine Karte. Na, da... Da zuckt der Zuscheiße nicht lang. Gelb. Ja, bei den Karten liegt Mucke deutlich vorne hier an diesem Wochenende. Ibisevic. Komm.
Haben wir. Wo spielst du denn hin? Scheiße, Mann. Immer solche blöden Fehler. Oh. Es gibt den Freistoß. Wir hätten über die Ecke gehabt. Ja. Oh! Latte! Scheiße! Also wenn das jetzt nicht aufs Tor zählt, da weiß ich auch nicht. Oh! Gut gestört. Ja. Mann, Mann, Mann. Oh, der war zu feste. Ja, es nähert sich schon wieder der Halbzeit. Ja. Och, da haben sie sich aber gefreut, dass der Ball ankam. Warte jetzt. Ja, gute Flanke! Und ich mach schon wieder das 1-0. Ja. Und wie Jahrstein da steht, ja. Schöne Sache. Schon wieder gehe ich in Führung und zum dritten Mal an diesem Wochenende. Zum dritten Mal an diesem Wochenende kurz vor Halbzeitpfiff. Dritte Mal? Ah ja, das zweite Mal war erst in der zweiten Halbzeit. Ja. Zum vierten Mal das 1-0, zum dritten Mal kurz vor Halbzeitpfiff. Das ist doch auch schön. Nein. Jetzt. Oh, das war der Kruse hier. Und das, obwohl Hertha mehr vom Spiel hat. Ja, das stimmt. Oh! Also der war jetzt aufs Tor. Ja. Letzte Aktion war das auch. Ja, wir sehen, Mucke hat doppelt so viele Schüsse, doppelt so viel aufs Tor gebracht. Mehr Ballbesitz, Schussgenauigkeit. Bei dir steht jetzt mal 50%. Passgenauigkeit bin ich ein bisschen besser. Ja. Ja. Hier ist noch nichts entschieden. Nein. Und Mucke wird vielleicht wechseln. Mal gucken. Es gab ja auch eine gelbe Karte. Hm. Und es gibt Pfiffe. Ja. Ja, so langsam kann, wenn Bremen so weiterspielt, seit 10 Spielen in der realen Bundesliga ungeschlagen. Ja. Also es ist eine Serie, die kriegt man. Jetzt hast du mich behindert, dass es doch eine Ecke gibt. Na, man kann das gleich zweimal. Jo, der Gelbverwarnte geht raus. Ja! Endlich mal wieder ein Eckballtor. Also Jahrstein und Ecken, endlich den mal rausgenommen. Ah, geil. Ja, die deutlichste Führung bis jetzt. Mhm. Und das durch den Verletzten. 6. Minute angeschlagen, er hat sich erholt. Oh, nach einer Ecke, das tut ja gut. Habe ich Ewigkeiten gebraucht. Ja, letzten Spieltag nicht eine. Ja. Davor hat es denn häufiger gescheppert. Und dann irgendwie habe ich den Faden verloren. Na, mal gucken. Oh, der ist aber versprungen, ey. Ja, aber es ist auch für Werder Bremen ungewohnt. 2-0 Führung. Das hatten sie ja auch schon länger nicht mehr. Ihr seid schlecht. Das freut mich. Schüsse 10-5. Trotzdem steht bei mir die 2. Ja, das... Aber hallo. Na, war klar. Ich will den anderen Spieler. Och, den wollte ich auch nicht. Oh, sind die blöd. Naja. Klären. Oh, da muss aber einer davor. Was ist das, ein Kuddelmuddel hier? Ja. Für keine Bartels. keine Taktik mehr zu erkennen gewesen. Natürlich gibt das Gelb. Ja, kam erst neu in die Partie. Mhm.
Oh! Schade. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe. Na, gut gesehen. Haben wir. Das ist doch Kacke. Das ist wirklich Kacke. Und den Fehler mache ich häufig. Gut, das Auge von Mucke. Latte! Drin! Und dann ist er drin. Scheiße. Boah, wie oft habe ich jetzt die Latte heute schon getroffen? Also jetzt hier in der Partie zweimal? Zweimal, ja. Meine Fresse. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, was sag ich? Ausgerechnet in Werder Bremen oder in der Partie von Werder Bremen gibt es mal ein paar mehr Treffer. 2-1. Ja, mehr hatten wir auch noch nicht. 2-1 hatten wir in Dortmund auch. Mhm. Also 3 hatte noch keiner stehen. Ja. So, kommt. Reißt euch zusammen. Jetzt, gleich die Antwort, gleich die Antwort. Ja, durch eine Ecke, das kann gut werden. Da machen wir den Hatschi. Hin. Haben wir den noch? Nein. Ja, wir haben den trotzdem noch. Oh! Scheiße, das war schön gemacht. Und Mucke hier im Glück. Lauf! Mann, Mann, Mann. Oh, wie sich beide umbringen wollen. Ganz schlechter Pass wieder von mir. Das auch. Ja, Pizarro, komm! Ach, das ist doch lächerlich. Der macht es! Das ist doch lächerlich. Das erste Mal. Ja, ich sag ja, Werder Bremen tanzt die mal aus der Reihe. 3-1, 4 Treffer. Pizarro, super durchgesetzt. Mit einem Doppelpack hier. Ganz stark. Ja, Mucke. Okay, das wollte ich so nicht. Das wollte ich so auch nicht. Meine Güte. Pizarro, boah. Ja, das ist natürlich hier unsportlich. Ja, klar. Ah, das habe ich mir gedacht. Mitmachen, Jungs, mitmachen. Ey, seid ihr denn bescheuert? Da geht keiner ran. 3-2. Oh. Puh. Fuck, Mann. Oh, getunnelt. Ja, so bekloppt. Oh, jetzt ist es aber nochmal eng hier. Ja. Aber der darf doch hier nicht so frei rumrennen. Schöne Stimmung. Mhm. Rauf. Genau. Einer. Das war ja klar, dass du jetzt ballerst. Ja. Oh, die singen hier. Richtig geil. Hier kommt aber auch gar nicht viel mehr. Tom, was wünschst du dir eigentlich so zu Weihnachten? Oh Gott, hör auf, Mucke hier. Ich konzentriere mich. Ja, genau. Der Schiedsrichter unterbindet das. Unsportlich. Sehe ich auch so. Man kann es ja mal probieren. Ja, schön.
Keins verpiss dich, ist mein Ball. Aber die Stimmung ist natürlich geil. Wenn das dabei bleibt, ist das natürlich auch für Werder Bremen ein hammermäßiger Erfolg in Sachen internationale Plätze. Ja, oh, da wird schon wieder gepfiffen. Und da gibt's sogar Geld. Ja. Also jetzt, der Scheißer, der hat sie nicht alle. Hm. 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, Mann, 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 Mann. Schön gemacht. Helfen, du... Ja. Wollt ihr schon wieder ein bisschen sauer werden? Ein bisschen? Unnötig. Ja, oh, das was auch. Ein Fehlpass. Oh. Da steht dann keiner. Wieder nur ein Torunterschied. Immerhin gab es diesmal 5 Treffer. Aber in der kommenden Partie, ihr wisst es, folgt Darmstadt gegen Freiburg. Mal abwarten, wie das so wird. Die Einzelspielanalyse auf fifa-online-bundesliga.de. Dort könnt ihr dann auch noch abtippen für die Spiele, die noch nicht begonnen haben. Und auch nochmal unsere FIFA 17 Bundesliga-Tabelle ansehen. Wir sehen uns in Darmstadt wieder. Tschüss.